Die Rollladen- und Roughstore-Kästen sind als Sonderanfertigung auch als Eckelement erhältlich. Zusätzlich zu den Lochbändern sorgt die Stahlbefestigungskonsole für eine sichere Aufhängung an der Decke bei fehlendem Auflager. Die Stahlkonsole wird durch ein werkseitig vorgebohrtes Loch eingeführt und auf der Unterseite des Kastens sicher verschraubt. Durch diese Schraube wird ein integriertes Stahlblech fixiert, das gleichzeitig zur späteren Fensterbefestigung genutzt werden kann. Aufhängung und Schutz werden entfernt. Die beiden Schenkel werden am Gärungsschnitt mit Montagekleber, zum Beispiel Dryfix Planziegelkleber, verklebt, in das Mörtelbett gesetzt und mit zwei Schrauben zunächst von oben verschraubt. Die unteren beiden Schrauben können erst nach dem Ausschalen des Kastens eingeschraubt werden.